Moin, ich bin die Steffi und das ist der Dennis. Wir beide sind im ersten Lehrjahr und machen eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker mit der Fachrichtung Fertigungstechnik. Moin, moin. Wir als Fertiger kümmern uns um die Struktur des Flugzeuges, bestehend aus verschiedenen Metallen oder auch Kunststoffen, die wir reparieren, wenn sie kaputt sind. Aber auch in der Kabine sind wir tätig. Zum Beispiel, wenn Sitze kaputt sind, reparieren wir diese und geben sie an die Instandhalter zurück, die dann wieder einbauen werden. Wir Azubis lernen in der Grundausbildung verschiedene handwerkliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Feilen, Bohren, Reiben von Löchern. Später als Fertiger lernen wir dann das Nieten von Blechen und das Kleben von Faserverbundstoffen. An solchen Projekten arbeiten wir in der Lehrwerkstatt im Team Hand in Hand, mehrere Wochen am Stück, und fertigen solche Bauteile in der Lehrwerkstatt. Das hier ist zum Beispiel die Außenhaut eines Flugzeuges. Hier werden verschiedene Fertigungsverfahren angewendet, wie zum Beispiel das Kantbiegen, aber auch das Bohren und vor allem ganz wichtig, das Nieten der verschiedenen Bauteile zusammen. Hier haben wir verschiedene Schäden, die wir begutachten müssen. Wir gehen dort in die Dokumente und gucken uns an, wie wir die Schäden reparieren müssen. Diese Dokumente sind vorwiegend auf Englisch. Wenn wir fertig sind mit so einem Projekt, sind alle sehr stolz, dass es am Ende geklappt hat. Am Anfang haben wir gelernt, verschiedene Materialien zu bearbeiten und jetzt geht es zu den Betriebsansätzen in den Werkstätten. Wie ein Flugzeug im Ganzen aussieht, das wisst ihr bestimmt. Und hier steht es in seinen vielen Einzelteilen, wie zum Beispiel den Laboratories, die überholt werden. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Dock. Hinter mir könnt ihr riesige Gerüste sehen, mit dem heute Nacht der neue Flieger eingerüstet wird, sodass wir an jeden Teil des Flugzeuges herankommen. Ihr solltet wissen, dass ihr während der Ausbildung einen Auslandseinsatz absolvieren könnt. Nach Abschluss der Ausbildung bekommt ihr im besten Fall ein Vertragsangebot von der Lufthansa Technik oder einer Beteiligungsfirma und seid vielseitig einsetzbar. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch ständig weiterzubilden, um neue Qualifikationen und Lizenzen zu erreichen, um dann später selbstständig am Flieger arbeiten zu können. Und Steffi, warum bist du bei der Lufthansa Technik? Weil es Spaß macht, und du, Dennis? Weil ich enorm luftfahrtbegeistert bin. Weil die Ausbilder Wert auf uns legen. Weil es nicht auf die Schulbildung ankommt, die verschiedensten Leute zusammenkommen und ein tolles Team bilden. Weil die Arbeitskollegen nett sind. Es die langweilig wird, weil es total abwechslungsreich ist. Man lernt sehr viel Technisches, zum Beispiel wie ein Triebwerk funktioniert. Wir freuen uns auf euch! Ja, Steffi, das Gute ist ja, wenn wir die Sitze repariert haben, dann können wir sie danach auch ausprobieren. Du wächst mich, wenn wir da sind.